zum Gottesdienst am Sonntag Kantate. Ja, ganz richtig, Kantate. Singt dem Herrn ein neues Lied. So heißt es im 98. Psalm und das fällt auch nicht aus. Wegen Corona nicht und auch sonst nicht. Das Singen lassen wir uns nicht verbieten. Wir singen trotzdem, nur anders. Wir feiern Gottesdienst im Namen des einen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Singet dem Herrn ein neues Lied. So beginnt der 98. Psalm. Was das bedeuten kann, dem Herrn ein neues Lied singen, das hat Stefan Goldschmidt so beschrieben. Ein neues Lied singen, das will ich. Die alte Leier ersetzen, befreit werden vom Ohrwurm, der mich quält. Eine neue Melodie finden. Ein neues Lied singen, das kann ich. Du, Gott, legst es mir auf die Lippen. Dein Geist lässt mich wieder fröhlich sein und meinen Mund lachen. Ein neues Lied singen, das wage ich. Ich lasse mir nicht den Mund verbieten. Stimme ein in das Lied deiner Schöpfung, Gott, und singe dir zur Ehre. Ich singe ein neues Lied. Ich singe es mit der Nachtigall. Stimme ein in den Hauch des Windes und das Brausen der Wellen. Ich singe mit aller Kreatur, die nicht schweigen kann, um dich, Gott, zu loben. Lasst uns beten. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Wir müssen nicht immer das alte Lied singen, die alte Leier von Krieg und Gewalt, von Hass und Gleichgültigkeit. Wir können in das neue Lied einstimmen, das du, Gott, angestimmt hast. Das Liebeslied von Frieden und Vertrauen, von Mut und Zuversicht, vom Wunder des Lebens. Dieses neue Lied wollen wir singen mit Herz und Mund, mit unseren Händen, mit unserem ganzen Leben. Amen. Wir lassen uns doch das Singen nicht verbieten. Ausgelassen einstimmen, wenn im Radio ein guter Song läuft, aber auch das gemeinsame Singen in der Trauerhalle, das die Tränen löst. Und auch das zaghafte Summen im dunklen Keller und die Musik der großen Bachwerke, die tief ins Herz dringen. Musik ist Teil unseres Lebens, macht etwas mit uns. Wir lassen uns doch dieses zutiefst menschliche Bedürfnis nicht verbieten. Doch genau das haben wir getan, letztes Frühjahr. Als es plötzlich hieß, dass beim Singen besonders viele Aerosole in die Raumluft gelangen und deshalb eine singende Gemeinde geradezu ein Pulverfass für Corona-Ansteckungen bieten würde. Manchmal siegt dann doch die Vernunft. Wissenschaftler hatten das herausgefunden, wir wären ja leichtsinnig gewesen und hätten unverantwortlich gehandelt, wenn wir fröhlich weitergesungen hätten. Aber es fehlt das Singen, sogar denen, die von sich sagen, dass sie es gar nicht können. Musik gehörte von Anfang an dazu. Dank für Rettung aus einer schlimmen Notlage, Klagelieder, der mutige Gesang, der Gefängnismauern zum Einsturz brachte. Viele biblische Belege lassen sich dafür finden, dass Glaube und Gesang eng miteinander verbunden waren. Gesang kann mehr als Worte allein. Singen bewegt emotional auf einer ganz anderen Ebene. Eine zerbrochene Liebe wird mit dem einen traurigen Song in Dauerschleife verarbeitet. Beim Laufen hilft Musik im Rhythmus der eigenen Schritte beim Durchhalten. Gemeinschaftliches Singen im Chor zum Beispiel, aber auch im Gemeindegesang, reicht weit über den Einzelnen hinaus, schafft Verbindung zu den anderen, nur um dann wieder Resonanz im eigenen Erleben zu finden. Und Lieder sind doch gar nicht harmlos. Dass böse Menschen keine Lieder kennen, das stimmt leider nicht. Vielfach wird Liedgut herangezogen, um eine ganz bestimmte Ideologie zu stützen. Und schließlich ist ja auch nicht jedes Lied ein heilsames für jede Seele. Wir lassen uns doch das Singen nicht verbieten. Das dachten wohl auch die Jünger an diesem einen Tag, als Jesus mit ihnen in Jerusalem unterwegs war. Plötzlich stimmten sie ein Lied an.
Sie kennen es alle, ein Stück aus dem 118. Psalm. So kam Jesus zu der Stelle, wo der Weg vom Ölberg nach Jerusalem hinabführt. Da brach die ganze Schar der Jüngerinnen und Jünger in lauten Jubel aus. Sie lobten Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Sie riefen: Gesegnet ist der König, der im Namen des Herrn kommt. Friede herrscht im Himmel und Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe. So heißt es beim Evangelisten Lukas. Lukas, das klingt doch auch verdächtig nach Weihnachten. Vermutlich will der Evangelist genau das erzählen. Der, der den Frieden bringt, der kommt nicht erst irgendwann in einer fernen Zukunft, von der niemand weiß, ob er sie noch erleben wird. Der, der den Frieden bringt, der ist schon da. Und dann tun sie das, was wir alle tun, wenn uns unbändige Freude erfüllt und wir nicht wissen, wohin mit all den Emotionen. Sie stimmen ein freudiges Loblied an. Aber solches öffentliches Singen war gefährlich. Nicht wegen der Aerosole, das ist nur unser Thema. Aber wegen der offenkundigen Amtsanmaßung. Wenn jemand in Jerusalem Lob und Ehre verdient hätte, dann doch wohl die Elite der Stadt, die hohen Priester, die Einflussreichen oder doch auch der korrupte römische Machtapparat. Aber ein dahergelaufener Wanderprediger? Sie können ihn nicht einfach abtun, denn er hat definitiv Kranke geheilt und mit Ausgestoßenen gesprochen. Er hat gepredigt und diskutiert und alle haben es gesehen. Und das macht es so gefährlich. Wer weiß, was dieser Mensch in den Leuten alles auslöst. Nachher nehmen die sich doch noch wichtig, wollen auch etwas, trauen sich etwas zu. Erheben sich womöglich. Katastrophe gegen die gut geölte Machtmaschinerie im antiken Jerusalem. Und genau aus diesem Grund passiert dann das. So wie es bei Lukas weiter heißt. Es waren auch einige Pharisäer unter der Volksmenge, die riefen ihm zu: Lehrer, bring doch deine Jünger zur Vernunft. Jesus antwortete ihnen: Das sage ich euch. Wenn sie schweigen, dann werden die Steine schreien. Ich stelle mir diese Szene, die der Evangelist Lukas beschreibt, so ähnlich vor wie in dem Musical Jesus Christ Superstar. Jesus kommt, er tritt auf und die Leute brechen in Fangesänge aus. Dieser Gesang rüttelt an den etablierten Strukturen. Und die Mächtigen bekommen Angst. Sie denken, dass da einer kommt, der mächtiger ist als sie. Der in den Umfragewerten besser dasteht als sie. Es stimmt, Jesus ist mächtiger als sie. Aber, das wissen sie in ihrer Angst nicht, er wird seine Macht anders demonstrieren, als sie das selbst tun. In ihren Ohren werden Fangesänge immer zu Kriegsgeschrei, zu Marschmusik. Der Gesang, den die Jünger anstimmten, der will aber auf etwas ganz anderes hinaus. Er lobte ja nicht die eigene Macht, war keine Machtdemonstration. Er lobte auch Jesus nicht einfach nur als Superstar, sondern sozusagen durch Jesus hindurch lobte er Gott, den Schöpfer. Und Jesus selbst verweist seine Kritiker an ein Lied, dass die ganze Schöpfung fortwährend singt, selbst die Steine. Selbst dann, als Jesus am Kreuz verstarb, da wurde dieses Lied der Schöpfung zu einem Klagelied. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes fingen die Steine an zu schreien bei dem Erdbeben, das damals zur Todesstunde Jesu ausbrach. Die Sonne verfinsterte sich und der Vorhang im Tempel zerriss. Die Schöpfung schrie in einem Lied ohne Worte, um dann nach 3 Tagen in einem nie gekannten Jubellied wieder anzustimmen. Noch kraftvoller, noch
enthusiastischer, noch jubelnder. Ein Lied, das davon singt, dass der Tod begrenzt wurde. Selbst der Tod, die größte Macht, vor der am Ende alle Mächte der Erde kapitulieren müssen, diese Macht ist überwunden und begrenzt worden. Liebe Gemeinde, selbst wenn wir momentan in dieses Lied nicht lauthals gemeinsam einstimmen dürfen, so singt die Schöpfung es doch weiter. Manchmal stumm. Die Schöpfung nämlich ist Zeugnis für die Macht Gottes. Die alten Griechen und auch einige andere alte Völker, die hatten eine interessante Vorstellung. Sie dachten nämlich, die Welt sei aus Klang erschaffen. Der alte griechische Philosoph auf der Insel Samos, Pythagoras, den Sie alle aus dem Matheunterricht kennen, der hatte so eine Vorstellung. Die Planeten in ihren Bewegungen durchs Universum erzeugen Klang und das ganze Himmelsgebilde wird vom Klang getragen. Wir wissen, dass das physikalisch nicht so ist, aber dennoch finde ich diese Vorstellung schön. Und man findet Ähnliches in vielen Schöpfungslegenden verschiedenster Religionen, dass Musik maßgeblich bei der Entstehung der Welt beteiligt war. Im Johannesevangelium heißt es ja, am Anfang war das Wort. Aber ein gesprochenes Wort ist ja auch Klang. Musik, Ausdruck, Harmonie, Wohlklang. In der Bibel ist der Gesang die Antwort des Menschen auf das Handeln Gottes. Wir müssen uns das so vorstellen, dass ursprünglich die ganze Bibel von Anfang bis Ende eigentlich gesungen wurde im Gottesdienst in Israel. Nachdem Gott Israel aus den Fluten des Roten Meeres gerettet hatte, da nahm, so heißt es im 2. Buch Mose, die Prophetin Miriam die Pauke zur Hand und sang ein Lied. Die Gemeinde Israel antwortete immer auf Gottes Handeln, mit den Psalmen zum Beispiel. Und zugleich klagte die Gemeinde Gottes auch in den Psalmen, wenn sie sich von Gott verlassen fühlte. Aber in Liedern, es wurde gesungen. So gibt es im Psalter Lob, aber auch Klagelieder. Einfach Lieder, die das ganze Leben abbilden, mit allen Höhen und Tiefen. Ein Leben sozusagen in Musik, ein musikalischer Gottesdienst, ein musikalisches Leben. Die Mutter aller abendländischen Musik ist die Kirchenmusik. Angefangen bei der Gregorianik bis hin zum Jazz und der Popmusik, die aus den geistlichen Liedern der unterdrückten Schwarzen in den USA stammt. Wir lassen uns doch das Singen nicht verbieten. Wenn Menschen aufhören, ihre Stimme zu erheben, dann tut es die Schöpfung für uns. Denn das, was Jesus in die Welt gebracht hat, das kann man nicht verbieten. Liebe und Frieden, Wertschätzung, ehrliche Auseinandersetzung mit dem Glauben, das Aufheben von Schranken im Kopf und so viel mehr. Wir können singen von all dem, wovon uns das Herz voll ist. Wenn nicht mit unserer Stimme und gemeinsam, dann mit unserem Dasein, mit unserem Umgang mit der Pandemie und den Beschränkungen, aber auch mit unserem Einsatz für andere, hier bei uns und sehr weit weg. Denn wir sind eine Welt. Wenn uns die Pandemie eines gelehrt hat, dann doch wohl genau das. Amen. Und jetzt singen wir gemeinsam, so wie es das nächste Lied uns vorgibt. Du, meine Seele, singe. Thank you.
mit schöner Stimme deine Wunder besingen. Danach sehnen wir uns. Mit Freude das neue Leben feiern, das wünschen wir uns. Aber in diesen Tagen sind unsere Stimmen heiser und unsere Lieder sind voller Klage. Höre uns, ewiger Gott, und erbarme dich. Höre die Klage der Trauernden. Höre unser Klagen über die Toten in Indien und Brasilien, über die Toten in unserer Nachbarschaft. Höre unser Klagen über den Schmerz der Kranken, über die Verzweiflung der Erschöpften. Du bist der Gott des Lebens. Besiege du den Tod und verwandle unsere Klage in ein Lied. Erbarme dich. Höre die heiseren Stimmen der Bedrängten. Höre die Stimmen aller, die ihrer Würde beraubt werden und aller, die auf Hilfe angewiesen sind. Höre die Stimmen derer, die sich nach Frieden sehnen und sich dem Hass verweigern. Du bist ein Gott der Gerechtigkeit. Besiege du das Unrecht und sing mit den Erniedrigten von der Freiheit. Erbarme dich. Mit schöner Stimme deine Wunder besingen, danach sehnen wir uns. Höre die Lieder von Vertrauen und Hoffnung, die wir leise und hinter Masken singen. Höre die Lieder vom Glauben, die in den Herzen der Gläubigen wohnen. Höre die Lieder, die deine Schöpfung singt, die Vögel, die Steine, die Engel. Du bist wunderbar, ewiger Gott. Du verwandelst uns und deine Schöpfung durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn, heute und alle Tage. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.